Fröhliche Weihnachten, Feliz Navidad, Merry Christmas und was auch immer noch sonst so, liebe Freunde. Willkommen zurück in der Barschule Freiburg. Mein Name ist Manu und heute zeige ich euch, wie man einen Glühgin zubereitet. Jawohl, ein Glühgin, der absolute Star, der Newcomer auf dem Weihnachtsmarkt. Überall, wo es jetzt Glühweinstände gibt, werdet ihr immer mehr Glühgin finden. Ihr werdet ihn auch abgepackt in Flaschen finden dieses Jahr in den Regalen. Und heute zeige ich euch mal, was das eigentlich ist und wie man ihn zubereitet. Glühgin ist eben auf der Tradition von so einem klassischen Glühwein, ne, kennt man ja, Wein mit Gewürzen und ein bisschen Zucker aufgekocht. Das Problem ist allerdings, natürlich kann man nicht einfach Gin mit Gewürzen und Zucker aufkochen, sonst würde man natürlich den Alkohol, entweder wäre es extrem sprittig oder man würde natürlich den Alkohol sehr viel leichter, sehr viel schneller rauskochen können. Deswegen machen wir heute eine Methode, wo ihr garantiert nichts vom Alkohol verliert und wo ihr allerdings den vollen Geschmack aus allen euren Gewürzen ziehen könnt. Alle Zutaten für den Glühgin findet ihr, wie immer, bei uns auf www.liminto.de in unserer Christmas-Cocktail-Geschenkbox. Ja genau, diesmal braucht ihr nicht mal mehr Equipment dazu kaufen, das ist alles auch noch mit drin. Drei wunderbare Cocktails, ein Shaker, alles was man braucht, um die Cocktails heute zuzubereiten. Und ich würde sagen, wir können mal loslegen, ne? Wir brauchen also einen Topf. Denn wir müssen heute natürlich die Sachen ein wenig aufkochen lassen. In den Topf kommt als allererstes mal 120 ml Apfelsaft. Dafür nehmt ihr gerne euren Jigger, euren Messbecher, der ebenfalls mit drin lag. Das sind 50 ml, 100 ml und 120 ml. Ganz genau. Das kommt da rein. Dann kommt rein Holundersirup, 20 ml. Normalerweise würde man das Ganze einfach mit braunem Zucker oder weißem Zucker süßen. Wir finden, den Holundersirup ist eine viel schönere Art und Weise, das Ganze auch noch mit Gin zu verbinden. Und schließlich braucht ihr noch 40 ml ganz normales Wasser. Wunderbar, das kommt rein. Als nächstes brauchen wir natürlich unsere wunderbaren aromatischen Zutaten. Da nehmen wir als erstes mal ein Stück Sternanis. Je nach eurem eigenen Geschmack ein oder auch zwei Nelken. Wir brauchen eine getrocknete Limettenscheibe, sehr wichtig. Wir brauchen eine Zimtstange, die könnt ihr gerne in 1, 2, 3, 4, 5 Teile zerbrechen. Nicht zu klein, also nicht richtig zerbröseln, das wäre natürlich schlecht, weil dann habt ihr so Absatz sozusagen im Glas hinterher. Und eine getrocknete Orangenscheibe. So, und dieses Getränk lasst ihr dann bei kleiner Flamme ungefähr 5 bis 10 Minuten ziehen. Wer es zu stark kocht, das ist gar kein Problem. Dadurch, dass hier kein Alkohol drin ist, könnt ihr auch nichts verkochen. Solltet ihr danach noch etwa irgendwie abschätzen, wie viel Volumen das Ganze denn hat. Ja, ob es die 160 ml ungefähr sind, die wir haben wollen. Ansonsten gebt ihr einfach noch ein bisschen Wasser nach. Ja? Das wird jetzt gekocht. Und jetzt kommt ein Satz, den wollte ich schon immer mal sagen. Ich habe da mal was vorbereitet. So. Das ist schon mal vorgekocht, unser heißer Glühgin, ein bisschen dunkler ist er geworden. Und den füllen wir jetzt in eine Tasse ab. So, wunderbar heiß. Und erst jetzt kommt der Gin dazu. Dadurch, dass diese Tasse, dieses Getränk jetzt, ist zwar heiß, aber nicht mehr kochend heiß. Wir sprechen hier von einer normalen, ja so 60 bis 80 Grad maximal. Wird von dem Alkohol natürlich nicht rausgehen. Der volle Geschmack des Gins bleibt auch enthalten. Und wir nehmen jetzt hier von 4 cl direkt in das Glas. Wundervoll. Natürlich könnt ihr jetzt die ganzen Sachen aus dem Topf, die ihr so lange mitgekocht habt, die noch hübsch aussehen, gerne auch zur Garnitur verwenden. Aber im Endeffekt war es das. Das ist unser Glühgin. Also ein Apfelsaft mit Gewürzen aufgekocht, mit Gin verfeinert. Schmeckt gleichzeitig süß, würzig und... Ja, wie schmeckt es eigentlich? Es wärmt richtig schön. Es ist fruchtig, aber man schmeckt auch den Wacholder und das Klassische vom Gin eben so raus. Auf dem Weihnachtsmarkt das Beste dieses Jahr. Und bei euch zu Hause natürlich auch. Das war es eigentlich auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer findet ihr alle unsere Rezepte auf www.liminto.de. Unsere Cocktailboxen vielmehr. Unsere Rezepte findet ihr alle auf unserem YouTube-Kanal, auf dem ihr ebenfalls seid. Das heißt, schaut euch da auch gerne mal ein bisschen um. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder hier aus der Barschule Freiburg. Fröhliche Weihnachten!